Da oben ist ein Aussichtspunkt, den gehe ich mal noch machen, weil das stört mich schon die ganze Zeit, dass ich hier wohne und in der Nähe den Aussichtspunkt einfach nicht synchronisiert habe. Schande über mich. Ist das ein Zelt? Hallo? Eine einsame Anglerin. Und Turbofische. Ich habe einfach ins Blaue geschossen und habe einen erwischt. Einfach mal mit Pfeil und Bogen angeln. Aale. Können wir die irgendwo räuchern? Vielleicht, wenn wir die Fischerhütte haben, vielleicht werden die dann geräuchert. Eine geile Aussicht. Vermerk eines Wegelagerers. Letzte Woche noch wurde hier gelacht und gesungen. Man roch das Feuer und das Schwein, das darüber briet. Nur wenige Tage später höre ich nur noch Kaninchen umherstreifen und Rabenkrähen, die nach Essen suchen. Man sieht nichts als verbrannte Überreste und rauchende Glutnester. Das Heer der Söhne Ragnars ist weitergezogen. Viele würden hierin das sehen, was es ist, nämlich eine Siedlung, die dem Verfall überlassen wurde. Doch für einen Schmied ist diese Verwüstung eine wahre Schatzgrube. Ich werde die Werkzeuge und Waffen sammeln, die zurückgelassen wurden, und sie zu Vater bringen. Was gut aussieht, verkaufen wir, alles andere schmelzen wir ein. Ich hasse die Dänen für das, was sie sich nehmen, aber ich liebe sie für das, was sie zurücklassen. Diese Aussicht. Denn? Hä? Ein glitschender Baum? Fehler in der Matrix? Aber sehr viele Hasen. So weit kann ich nicht schießen, Mist. Ja, was ist denn hier kaputt? Ja. Was ist das? Anomalie untersuchen.
Huch. Was zum Geier? Bex, siehst du das auch? Ja, komisch. Irgendeine Art Anomalie. Der Rest deiner Simulation ist eingefroren. Ich sehe ein freies Datenpaket in der Nähe. Mal sehen, ob ich da rankomme. Okay, aber mach langsam. Wir wissen ja nicht, was es ist. Das ist ja merkwürdig. Okay. Was macht das? Was bringt das? Finde ich, das zerstört ein bisschen die Immersion. Ich meine, ja, es ist Teil des Spiels, dass das hier alles eigentlich nur eine Simulation ist. Aber trotzdem, ich möchte mich doch hier als Wikinger fühlen. Gott, was ist denn hier kaputt? Komischen Leuchterätsel. Auf das andere lenken. Ja, kann ich. Okay. Wach auf, Liebster, wach auf. Soldaten stehen vor der Tür. Sie wollen dich holen. Uns. Sollen sie mich holen? Ich fürchte mich nicht. Dann werde ich meinem Zorn vor Gericht Luft machen. Sie töten dich, bevor sie dich reden lassen. Ich wende mich an den Rat. Sie müssen erfahren, was der Wütende getan hat. Sie sind hier. Dafür bleibt keine Zeit. Okay. Das ist alles ein bisschen merkwürdig hier. Ich weiß jetzt auch nicht recht, was ich hier so dazu sagen soll, weil irgendwie, ich weiß nicht, das ist einfach, warum existiert das? Was bringt uns das? Es ist einfach nur merkwürdig. Ich weiß nicht, ich glaube, ich mag das nicht. Ich meine, man hat eine interessante Aussicht und Perspektive, aber dann ist alles irgendwie so grau. Da hinten sind coole römische Ruinen. Ja, mal gespannt, was man hier jetzt tatsächlich... Ich nähere mich jetzt dem Datenpaket. Ich seh's. Es ist verschlüsselt, aber das kriege ich schon hin. Was macht denn ein Datenpaket? Was bringt mir das? Babsi, halt dich bereit. Hä? Okay, die Verwirrung wird nicht kleiner. Was war denn das für ein komisches, futuristisches Gedöns? Was? Kann man mich nicht einfach in Ruhe Wikinger sein lassen? Und warum liegt hier eine Leiche?
Egal, krieg ich Vorrede. Lol. Oh, Rabenfedern. Ja, ob ich diese ganzen Jagdhüttenaufträge mache, weiß ich nicht. Vor allem, weil ich ja nicht mal nachgucken kann, was ich dafür dann eigentlich letztendlich kriege. Vor allem, man kriegt ja auch nicht bei jedem erlegten Tier die speziesspezifischen Gegenstände. Also irgendwie hat nicht jeder Hirsch Hufe und nicht jeder Rabe hat Federn und was weiß ich, was man da kriegt. Und nicht jeder Hase hat Füße anscheinend, die man ihnen abhacken kann. Ich weiß einfach nicht, ob ich da Bock drauf habe, ehrlich gesagt. Das ist hier wie so eine Art Dorffriedhof. Also Materialien zum Bauen haben wir gerade aktuell nicht genug. Ja, du mich auch. Was können wir denn hier noch ein bisschen hinstellen? Die Seefahrersachen wahrscheinlich eher unten irgendwo am Hafen. Wie sieht denn der rituelle Baum aus? Sehr baumig. Ja, der ist ganz cool. Schauen, hier können wir doch noch irgendwelche Hafensachen, Seefahrerschmuck, Seefahrertrophäe machen wir mal. Ja, das passt doch gut dahin. Was brauchst du? Hallo, Jomswickiger. Ich freue mich irgendwie jedes Mal, wenn ich den sehe. Wieder einer zum Anheuern. Viel Ehre erwartet jene, die an deiner Seite kämpfen, Eivor. Myrkjartan, der Schädelschnüffler? Okay. Nee, danke. Ich bin hier, falls du wiederkommst. Ja, deine Ausrüstung sieht mir noch viel zu schlecht aus und dein Name ist seltsam. Ich möchte nicht, dass du an meinen Schädeln schnüffelst. Ja, Plural. Ich habe mehrere. Was ist das hier? Die Bäckerei. Da hätte ich eigentlich vorhin dran denken können, bevor ich zu dem Kloster gefahren bin, so ein Festmahl zu veranstalten. Aber da ich das noch nicht gemacht habe, habe ich vergessen, dass es existiert. So, drüben macht das Pfeilespiel. Ja, was mit dieser Bierquest ist, das finde ich ja immer noch merkwürdig. Was passiert jetzt eigentlich, wenn ich die nochmal anwähle? Kann ich die nochmal anwählen? Wo führt's mich dahin? Wieder 2 Kilometer in die Richtung. So, das ist ein bisschen buggy. Wird sich herausstellen, ob das noch schnell verbessert, gefixt wird oder nicht. Sonst kann ich sie leider nicht machen, weil wenn das Questziel nicht da ist, wo ich hin soll, dann und wenn das Bier verschwunden ist, dann erst recht nicht. Naja, mit dem Blick auf das schöne Lagerfeuer verabschiede ich mich aus dieser Aufnahmerunde. Ich hoffe, ihr habt und hattet ein schönes Weihnachten. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.